Einen wunderschönen guten Tag, Friends, und herzlich willkommen zu einer neuen Reiseepisode hier aus Formentera. Heute machen wir eine wunderschöne Bootstour und wir zeigen euch wieder mal ein paar tolle Ecken hier auf der Insel. Ihr solltet auf jeden Fall einen Besuch einplanen auf der Insel. Es ist wirklich fantastisch. Das Wasser ist traumhaft und jetzt gerade mit dem Boot ist es noch schöner. Aber das seht ihr alles gleich nach dem Intro. Haut da rein. Let's go! Buenos dias, amigos. Wir starten unseren Tag wieder im Blatt Picard hier mitten auf Formentera. Und ich bin hier aus einem Grund hergekommen. Als ich das letzte Mal hier war, habe ich den hier gesehen. Carrot Cake mit Schokolade überzogen. Und gestern wollte ich mir den schon holen, aber dann hatten die leider schon zu. Und deswegen haben wir uns gedacht, so, jetzt frühstücken wir hier nochmal. Wir haben uns frischen Orangensaft geholt. Der Kaffee ist auch unfassbar lecker. Und Stella, was hast du geholt? Ich habe Avocado-Toast mit Feta. Das sieht auf jeden Fall auch gut aus. Fehlen so ein bisschen Chili-Flocken nur noch, aber fragen wir gleich mal an. Und ja, wir genießen jetzt aber Frühstück. Es ist wirklich ein tolles Restaurant und vor allem, es ist auch extrem ruhig. Also ich muss sagen, an Formentera ist etwas dran, was einen so richtig beruhigt. Vor allem jetzt zu dieser Jahreszeit. Vielleicht liegt das auch an meiner letzten Reise nach Costa Rica, die so ein bisschen hektischer war. Hier ist es richtig tranquilo und man kann es hier auf jeden Fall genießen. Und ich glaube, wir werden hier nochmal für ein bisschen länger herkommen. Einfach mal, um privat abzuschalten für eine Woche ungefähr. Aber ich glaube euch jetzt nicht weiter voll. Wir genießen jetzt unser Frühstück und dann geht's weiter auf Erkundungstour. Muchachos, das Frühstück war auf jeden Fall richtig, richtig lecker. Und jetzt machen wir einen kleinen Chilling, bisschen am Strand vor unserem Hotel. Werden wir eine kleine Runde schnorcheln und mal gucken, was wir da unter Wasser so erkunden können. Ich liebe das ja zu schnorcheln und gerade so in so einem kristallklaren blauen Wasser ist es richtig traumhaft. Das Wasser ist noch nicht allzu heiß. Also ich sag mal, im Juli wird es auf jeden Fall ein bisschen wärmer sein, aber jetzt ist es noch relativ frisch. Aber wenn man einmal reinkommt, dann ist es auf jeden Fall gut und dann sehen wir uns gleich unter Wasser. Let's go! Ich gehe jetzt eine kleine Runde schnorcheln und gucken, was wir hier unten so finden am Bikini Bottom hier in Formentera. Sieht auf jeden Fall wunderschön aus, wie die Malediven, oder? Please translate, extraterrestrial. Auf jeden Fall Malediven. Oder richtig. Ja, beides. Kommt gut hin. Let's go. Aber das Wasser ist ein bisschen kälter. No matter how hard I try, I cannot get you out of my system. I know we both have some things left to say. Can you stay a bit longer? Can I make you change your mind? Can we stay here for a while until everything's alright again? Can we stay here for a while
Perfekt, hör es. So Leute, da schnorcheln wir absolut fantastisch und wir haben uns dazu entschieden, nochmal in ein Restaurant zu gehen. Das nennt sich Can Pascal und ist in Escalo. Selbst wenn ihr nur für einen Tagestrip nach Formentera kommt, kann ich euch das Restaurant absolut empfehlen. Es gibt hier das beste Seafood und wir haben uns heute dazu entschieden, eine kleine Paella zu holen. Und zwar ist es eine Seafood Paella. Wir haben hier Shrimps, wir haben Calamares, wir haben Seebarsch, Muscheln. Und es ist absolut lecker. Nichts ist irgendwie zäh oder irgendwie so ein bisschen gummiartig, sondern absolut richtig zart. Und vor allem, was mir hier auch gefällt, ist, dass sie keinen Firlefanz haben, den man eh nicht misst. Ist wie zum Beispiel so Muscheln, diese Schalen oder irgendwie Krustentiere so im Ganzen. Das, klar, vielleicht sieht es fürs Auge ganz okay aus, aber hier ist alles zart und tipptopp. Kann ich absolut empfehlen. Und wir genießen das jetzt und sehen uns dann gleich. Wow, Birbas. Und jeder Laden hier auf Formentera hat so seinen eigenen Yerbas aufgesetzt. Hier ist, glaube ich, mehr Anis und Fenchel. Kamille, ich muss mich verbessern. Kamille könnte auch vielleicht ein bisschen mit drin sein, aber es ist einfach nur eine schöne Geste. Und das findet man auch selten, sage ich mal jetzt. Ne? Wenn wir auf Griechenland schauen oder sowas, dann haben wir das auch selten erlebt und in Italien auch gar nicht bekommen. Ne? Aber Ibiza? Ne? Ibiza war öfters, genau. Und Mallorca, da bekommt man immer noch so einen kleinen Schnaps zum Abschluss. Ich liebe das auf jeden Fall. Also in dem Sinne, Salut. Lo sentí, baby me tiene desenfocado, viendo doble, bien borracho, demasiado jodido contigo. Pasándome contigo en la playa, devorarte como el sol de la mañana, viajando todo el día sin drama. So, Friends, nach einem gelungenen Paella-Mittagessen haben wir uns an den südlichsten Zipfel Formenteras begeben, denn hier findet heute ein Hippie-Markt statt. Der findet eigentlich, glaube ich, nur sonntags statt, deswegen müsst ihr auf jeden Fall Ausschau halten. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Wir waren ja das letzte Mal auf einem Hippie-Markt vor 2 Jahren auf Ibiza. Zwei oder drei Stück haben wir sogar besichtigt. Und hier gibt es auch einen. Und das war immer eine coole Atmosphäre, wird ein bisschen Musik gespielt, ein bisschen so selbstgemachte Sachen verkauft und vielleicht ein bisschen was zu essen, auch so ein kleines Snack. Weil ich gar keinen Hunger mehr, aber vielleicht findet man ja das ein oder andere Souvenir hier. Okay. Und auch hier die City, Mola, ist auch wunderschön. Ich zeige euch jetzt mal ein paar schöne Eindrücke. Friends, nach dem Hippie-Markt sind wir auf einem Boot gelandet und wir machen jetzt gerade einen kleinen Sonnenuntergangstour nach Espalmador und werden uns da den schönen Sonnenuntergang anschauen, vielleicht noch eine Kleinigkeit essen und ich glaube, es gibt nichts Besseres, was man auf Formentera machen kann. Wir wollten uns das ja schon vor 2 Jahren genehmigen, so ein Boot mieten und alleine mal hier lang tuckern, das kann man nämlich auch machen. Kostet auch nicht so viel, sage ich jetzt mal, aber heute haben wir uns ein Boot gemietet und ich stelle euch gleich William vor, der hier heute unser Kapitän ist und wir segeln jetzt gerade nach Espalmador und dann sehen wir uns gleich dort. Aber es ist einfach nur traumhaft. Let's go. So guys, meet William. Thank you for the tour. You're welcome. So this is your boat, right? Yeah. And how can people contact you if they want to have a boat ride on Formentera? Do you have like Instagram or something? Yeah, there's Instagram. This is Formentera Avela. Okay. And the web is www.formenteraavela.es. Okay, I will link it down below. And what are we going to do now? So we are going to Espalmador? Yeah, Espalmador is a private island. It's a very nice place. The water is similar to Caribbean. Wow, yeah, we saw it yesterday. And you told me something about the private island. Yeah, this is a private island. Yeah, and it was bought by? Yeah, this is about 18 million. Wow, 18 million.
crazy. But do you know them? Who was it? The family. This is a family from Luxembourg. Oh, okay. Yeah. But nobody knows who it is, or do they have like a business or something? Yeah, your business is a ferry, a great ferry from. Okay. Crazy. Imagine having a whole island by yourself. I actually heard legends that the owner of Zara owns this island, but actually it's a family from Luxembourg. Pretty expensive island, and we're going there right now because you can only access it by boat. So pretty excited for that, and maybe we can conquer as well Espan Mordor, because we have a little boat over there, so do like a little pirate thing. Thanks, William. Also, William hat mir gerade gesagt, dass Espalmador von einer Familie aus Luxemburg gekauft wurde für 18 Millionen. Ich muss sagen, 18 Millionen klingt jetzt erstmal nicht so viel. Wenn ich mir hier die ganzen Yachten anschaue, die kosten bestimmt auch 18 Millionen. Das heißt, wahrscheinlich jeder Zehnte hätte sich die kaufen können. Aber die Insel gehört jetzt denen und wir können die Insel nur mit dem Boot erreichen. Wir dürfen vorne auf jeden Fall andocken und mit einem kleinen Bötchen, wie so Piraten, drauf fahren, an den Strand zumindest. Und da darf man auf jeden Fall auch spazieren gehen. So, Friends, wir sind angekommen auf Espalmador. Wie war die Fahrt, Schatz? Der William war super, super, super freundlich und wir sind echt nicht schnell gefahren. Also ich glaube, du hast eine andere Geschwindigkeit, bist du gewöhnt, ne? Nein, aber ich fand das auch richtig relaxing, richtig schön, ja. Passend zu Formentera. Das Wasser und ist wirklich crazy. Ey, richtig Hammer, schaut euch das mal an. Es sieht aus wie in der Karibik. Ja. Und William hat uns gerade erzählt, dass wir richtig Glück haben, weil im Sommer muss man hier tatsächlich eine Reservierung machen, wenn man hier mit dem Boot andocken will. Denn es dürfen, glaube ich, im Sommer nur 50 Boote anlegen, weil das so eine geschützte Area ist. Und jetzt im Mai haben wir noch das Glück, einfach mal spontan hinzureisen und gleich hier vorne nach Espalmador zu kommen. Man darf die Insel nämlich betreten und das werden wir gleich machen. Ich habe richtig Lust drauf. Du auch? Ja, voll. Wir sind so Sitzkissen, das ist gemütlich. Richtig schön, oder? Und wir genießen jetzt unsere Zeit und ich wünsche euch viel Spaß mit den Aufnahmen. Let's go! So, Friends, wir sind angekommen auf Espalmador. Espalmador, wie traumhaft ist das bitte? Vor allem ist es keine Menschenseele hier. Wir sind komplett alleine und ich muss sagen, der Sand ist noch mal krasser als in Cezilet, oder? Stimmt, der ist einfach nur traumhaft. Ey, es ist einfach nur wunderschön. Eine Insel mal eben. Ey, krass, oder? Mit einem Picknick. Ich komme gar nicht klar. Ich habe ihn mal gefragt, die Tour kostet um die 200 Euro, wenn ihr das mitmachen wollt. Absolute Empfehlung, hundertprozentige Empfehlung. Veletuk hat so 30 Minuten hier erst her mit dem Segelboot. Er macht noch was zu essen und es ist einfach nur traumhaft. Ich packe euch die Kontaktdaten zu William unten in die Beschreibung. Bitte, wenn ihr mal auf Formentera seid, macht das. Das ist eine einzigartige Möglichkeit, einfach mal alleine auf Espalmador zu sein. Und wir genießen jetzt den Sonnenuntergang. Er hat sogar noch hier eine Kleinigkeit für uns vorbereitet. Lass uns mal schauen, was er uns gemacht hat. Pokeballs? Blumen? Boah, was? Formentera. Mit Lachs sogar und Avocado sehe ich. Und ein Salat mit Weintrauben, Camembert und noch was? Noch ein Obstsalat. Oh mein Gott, das ist ja echt der Traum. Nice. Private Dinner machen wir alleine hier auf der Insel. Und wir nehmen natürlich den Müll wieder mit, nicht, dass uns jetzt gleich jemand vorkommt. Ne? Also wir nehmen den Müll auf jeden Fall immer mit. Wow. Hammer. Leute, ich hätte echt niemals gedacht, als wir auf Formentera angekommen sind, dass wir jemals hier auf Espalmador landen und ein Private Dinner genießen und einfach nur den Sonnenuntergang hier anschauen. Alleine auf einer privaten Insel. Wie schön ist das?
So, Friends, ich hoffe, euch hat die Reiseepisode aus Formentera gefallen. Vor allem unser letztes Video, krönender Abschluss, um Formentera zu genießen. Und ich hoffe, euch hat die Reiseserie gefallen aus Formentera. Ihr müsst unbedingt hierher kommen. Es ist eine wunderschöne Insel und vor allem auch noch so richtig unknown. Ne? Die meisten reisen hier nach Ibiza, aber Formentera ist wirklich vorzüglich. Und wir hoffen, es bleibt auch ein bisschen so ruhig und so ein kleiner Secret Spot. Und wir wünschen euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Reiseepisode. Wir wissen zwar noch nicht, wo wir fliegen werden, aber wir werden es auf jeden Fall bald herausfinden. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, falls ihr es nicht getan habt. Und falls euch die Reiseepisode gefallen hat, dann gebt auch gerne einen Daumen nach oben. Es hilft uns extrem. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein. Adios.